Norbert Blüm und Wolfgang Thierse bringen die beiden entscheidenden Hauptstadtanträge ein. Der eine für Bonn, der andere für Berlin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich wusste, das ist nicht eine Routine-Bundestagssitzung, sondern eine, die im Gedächtnis bleibt. Mit der Frage, die ja nicht unbedeutend ist, ist Bonn oder Berlin die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands? Ob das Parlament und die Regierung hier oder dort angesiedelt sind, der Streit darüber darf uns nicht die Freude nehmen, dass wir ein Volk sind, wieder vereint und frei. Ich und die anderen Berlin-Anhänger waren sehr skeptisch. Wir waren bis zum Schluss der Überzeugung, die Bonner gewinnen. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss gut sein, ich muss eine gute Rede halten, damit wir es vielleicht doch noch schaffen. Berlin oder Bonn, Bonn oder Berlin oder beide, ein Streit voller Emotionen mit Ängsten und Hoffnungen verbunden. Ich verstehe die Menschen, die sich gestern auf dem Bonner Marktplatz versammelt haben, aus Sorge um ihre eigene Zukunft. Es müssen und sollten hier und heute nicht Hymnen auf die eine und Spottlieder auf die andere Stadt gesungen werden. Die Wirklichkeit beider Städte, so unterschiedlich sie sind, widerspricht solchen Versuchen, die allzu leicht zu Karikaturen geraten. Beide Städte sind in jedem Fall grauer oder vor allem bunter als ihre Verzeichnungen. Und Bonn ist eine glückliche Stadt. Es ging noch darum, mögliche Anhänger von Bonn am Schluss noch für uns zu gewinnen. Und deswegen habe ich den Versuch unternommen, dass es nicht so eine böse Kampfabstimmung gegen Bonn ist, sondern dass es eine Entscheidung für die wirkliche Hauptstadt ist, in Erinnerung daran, dass Bonn jahrzehntelang eine gute Hauptstadt gewesen ist. Also einen versöhnlichen Ton, um noch ein paar wenige Bonn-Anhänger für uns zu gewinnen. Der Antrag, den ich heute vertrete, steht unter der Überschrift Bundesstaatslösung. Bonn und Berlin, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das ist das Programm, das wir vorschlagen. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, das ist entschieden, das wollen wir so. Wir schlagen vor, Berlin mit Amtssitz des Bundespräsidenten, mit dem Sitz des Bundesrates, der Bundesversammlung, der herausgehobenen Sitzungen des Bundestages, zusätzlicher Dienststellen und des Bundeskanzlers und weiterer Mitglieder der Bundesregierung, Bonn als Parlaments- und Regierungssitz. Es gibt eigentlich nur die Entscheidung, ist Bonn der Sitz der Regierung, dann ist es auch der Sitz des Parlaments. Denn das Parlament muss die Regierung kontrollieren. Die gehören zusammen, das sind nicht zwei verschiedene, die leben nicht auf verschiedenen Sternen. Und deshalb gibt es darüber eigentlich nach meinem Verständnis von Demokratie und ihrem symbolischen Ausdruck nicht viel zu variieren. Entweder oder, entweder in Bonn oder in Berlin. Und bei Ihnen für Bonn. Und bei mir für Bonn. Hauptstadt Berlin. Das darf nicht ein bloßes Etikett sein, hinter dem sich nichts Substanzielles verbirgt. Die Abfindung mit sogenannten Repräsentativfunktionen, Berlin als Ort für besondere Anlässe, das wäre denn doch eine Beleidigung nicht nur für die Berliner, sondern auch eine Erniedrigung der Bürger im Osten Deutschlands. Wir halten den Parlamentssitz für das Herzstück einer wirklichen Hauptstadt. Deshalb sollte der Bundestag seinen Sitz in Berlin nehmen. Erst dann ist Berlin wirklich die Hauptstadt Deutschlands. Das war ja der entscheidende Punkt. Es gab ja den Versuch der Bonn-Anhänger, Berlin abzuspeisen mit dem Titel Hauptstadt. Aber alle tatsächlichen Hauptstadtfunktionen in Bonn zu belassen. Und da habe ich dann scharf gesagt, das wäre eine Beleidigung für die Berliner und für die ganzen Ostdeutschen. Und das wäre auch eine Verletzung dieses neuen Einheitsgefühls. Und da gab es auch keine Kompromissmöglichkeit? Nein, wirklich nicht. Denn das hätte ja bedeutet, etwa Regierung in Bonn und Parlament in Berlin. Was soll dieser Zirkus? Auch ohne Regierungs- und Parlamentssitz wird die herausragende kulturelle und wirtschaftliche Metropole unseres Vaterlands sein. Es wird im wahrsten Sinne Hauptstadt Deutschlands. Niemand bestreitet diesen Rang Berlin. Braucht es dazu noch Regierungs- und Parlamentssitz, frage ich. Lasst dem kleinen Bonn Parlament und Regierung
Bonn verliert mit Bundestag und Regierung viel. Berlin gewinnt mit Bundestag und Regierung viel neue Probleme. Hatten Sie denn auch Verständnis für die Gegenseite, für die Position? Zum Teil, nicht wirklich, denn es gab damals gegen Berlin abenteuerliche Argumente. Der Umzug nach Berlin wäre die Wiederkehr in einen preußischen Imperialismus. Die große Stadt Berlin, die Hauptstadt als Moloch, dagegen das friedliche, idyllische Bonn einer föderalen Republik angemessen, einer Republik, die so friedfertig und sanft ist. Also es wurden regelrecht Ängste vor Berlin geschürt und das fand ich nicht sonderlich gut, weil das alles nicht stimmte und inzwischen wissen wir, wie sehr das alles widerlegt worden ist. Was ist das für ein Staatsschiff, in dem alle wirklichen Schwerpunkte im Westen liegen? Frankfurt bleibt Finanzzentrum, Rhein-Ruhr das Wirtschaftszentrum, Hamburg-Bremen Handelszentrum, Stuttgart-München Zentrum technologischer Modernität. Was bleibt für den Osten Deutschlands? Das Problemgebiet? Der Sozialfall? Nein, hier muss eine politisch bewusste Entscheidung für ein Zentrum östlich der Elbe gegensteuern. Dass wir uns darüber streiten konnten, war doch ein großes Glück. Man stelle sich 10 Jahre früher vor und jemand hätte gesagt, in diesem Haus werden wir über die Frage entscheiden, ist Bonn oder Berlin die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands, den hätte man für verrückt erklärt, jedenfalls für irrational. Und dass wir diese Frage entscheiden konnten, ist doch das Ergebnis eines großen Glückes. Ich meine, es war das beste Jahr im letzten Jahrhundert für die Deutschen.